Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. Ich spiele heute mit euch das Spiel Stranded Deep. Ja, ich will ein kleines Let's Play daraus machen. Mal schauen, wie viele Folgen das so werden. Ich habe extra gewartet mit den ersten Versionen aus Erfahrung von The Forest zum Beispiel. Das Spiel ist absolut geil. Ich gucke mir das bei anderen YouTubern an. Und jetzt in der Version, Alpha-Version 0.02, fange ich einfach mal an, ein paar Folgen aufzunehmen. Jeden Tag, denke ich mal, kommt jetzt eine Folge Stranded Deep. Und ja, will gar nicht so viel quatschen. Lass uns loslegen. Start Game. Den Flugzeugabsturz, den habe ich euch erspart, den kennen wir jetzt ja auch und wir befinden uns jetzt ganz frisch auf der Insel. Hier, ich nehme mal mein Paddel. Ich weiß nicht mal, wie ich greife. Okay, das Ganze geht leicht und easy von der Hand. Wir werden jetzt zu unserer ersten Insel schwimmen. Ich hoffe, ich werde den Wilson direkt wieder finden. Oh, das funktioniert auch schon besser. Es wurde sehr, sehr viel gepatcht die letzte Zeit. Das Spiel läuft auch mittlerweile richtig gut. Und anfangs konnte man zum Beispiel ja nicht mal zu anderen Inseln schwimmen. Das geht ja jetzt alles mittlerweile, so viel ich weiß. Und ja, wir wollen erstmal gucken, wie wir hier erstmal überleben. Irgendwie konnte man auf seine Uhr gucken. Das weiß ich gar nicht. Wie geht das? Habe ich hier welches Knöpfchen? Kuh, jetzt habe ich was weggeworfen. Das Paddel, Paddel. Bleib mal hier, mal Paddel. Feuerzeug, Messer, Flasche Wasser. Das sieht immer noch seltsam aus. Und ja, ich will gerade gucken, wie ich auf der Uhr gucke. Zünden wir was an. Einfach was anzünden. Ist immer gut. Krebschen und da sind Wracks. Hier findet man ja allerhand Zeugs im Wasser. Da bin ich mal ganz neugierig, was wir da so finden werden. Aber also erstmal gucke ich mich auf der Insel um. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Äste. Nehme ich schon mal einen Stein. Ich sammle schon mal ein bisschen ein. Wir müssen uns ja hier häuslich einrichten, obwohl die Insel sehr, sehr klein ist. Aber mit ein bisschen Glück haben wir auch einen Wilson hier. Nein, Wilson, der ist meine Hauptmission. Für mich persönlich. Wenn wir den finden, dann haben wir alles geschafft, was man so will. So. Erstmal gucken. Stöcker sammeln und die ersten Werkzeuge craften. Essen craften. Ein Feuer machen. Und durchs Gebüsch laufen. Steine müssen wir aufpassen. So ein bisschen Mangelware. Obwohl einige hier liegen, muss ich sagen. Oh, guck mal. Hier ist ja richtig viel Zeugs. Super. Krabben. Die können wir uns ja über Feuer grillen. Ich habe mich... Potato Plant, okay. Muss mich natürlich auch ein bisschen reinspielen und wäre natürlich unglaublich dankbar für Tipps aus der Community. Schreibt mir das in die Kommentare, was ich hier noch bauen soll oder was ich zum Beispiel vermassel. Das könnt ihr mir natürlich in den Kommentaren schreiben und ich werde dann mit euch das alles verbessern, was ich falsch mache. Hier ist natürlich ein wunderschöner Ort zum Bauen. Finde ich jetzt so ganz spontan. Wenn wir jetzt mal auf Tab gehen, sehen wir, oh, ich habe jetzt aber einige Stöcker gesammelt. Werfe ich die mal alle hier hin. So. Dann Steinchen. Jetzt mal so ein kleines Lager errichten. Nehmen wir das mal so. Der Rest, den brauche ich noch. Das können wir, glaube ich, jetzt benutzen, um Seile uns zu besorgen. Die fallen ja bekanntlicherweise aus Pflanzen einfach so raus. Oder Kartoffeln. Das wollte ich nicht wegwerfen. Das wird mir wahrscheinlich noch sehr oft passieren, dass ich Sachen einfach so wegwerfe. Und die Grafik, Unity Engine, gefällt mir einfach sehr gut. Das ist einfach richtig geil. Oh. Potato, Potato, Potato. Ich drück drauf. Ich glaube, ich habe sie alle gesammelt. Ja, ein paar habe ich auf jeden Fall. Und hier kriegen wir, glaube ich, einen Seil, wenn ich es zerstöre. Ja, zwei Stück. Mann! Schon wieder das Messer weggeworfen. Dann würde ich die lieber essen, die Yucca-Pflanze. Die ist bestimmt sehr, sehr flüssigkeitsreich. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich draufdrücken muss, damit ich meine Uhr sehe. Das könnte nur hier unten irgendwo sein. Bücken. Ich gehe einfach meine Tastatur durch. Lasst euch nicht stören von mir. Und nächstes Mal mache ich aus Steam aus. Da. So, mit der Maustaste können wir draufklicken, dann sehen wir unsere Hunger-, Essens- und Durstanzeige. Ne, gar nicht. Lebensenergie, Hunger- und Durstanzeige. Die ist natürlich noch optimal. Die Zeit, die rast hier. Am 24. Juni. Oh Gottes Willen. Wir haben ja Hochsommer. Und quäffen uns jetzt erstmal ein bisschen erstes Werkzeug. Ist ja wichtig. Die erste Folge wird natürlich nicht ganz so spannend, aber ich werde mich natürlich weiterentwickeln. Wollen wir mal gucken, was wir hier machen können. Crude Axe, Hammer, Campfire. Erstmal eine Axt. So. Da liegt sie. Die gehen natürlich auch kaputt. Und fällen mal hier diesen wunderschönen Baum. Kann ich den fällen? Ich glaube den nicht. Kann ich aber hochklettern? Will ich aber nicht. Da falle ich nur runter.
Eine sehr unergiebige Insel. So. Brauchen natürlich Palmblätter. Wir müssen uns erstmal eine kleine Hütte bauen, einfach nur, weil es uns dann gemütlich ist. Vor allen Dingen auch ein Bett, damit wir die furchtbar dunklen Nächte durchschlafen können. Und dann müssen wir unbedingt noch die umliegenden Wracks durchsuchen. Da finden wir dann natürlich auch super geile Sachen wie Motoren und. Habe ich jedenfalls so gesehen beim guten Falafel. Oh, das dauert aber echt lange. Erstmal abtrennen und dann zerkleinern. Das dauert wirklich ewig und 3 Tage. Es gibt mittlerweile auch neue Tiere seit der Version 0.02. Rochen habe ich gesehen und ich weiß nicht, ob wir die alle essen können. Ich erstmal den Kopfballen. Oh, Kokosnüsse. Kein Platz mehr. Auf zum Lager. Erstmal die Sachen wieder wegbringen, die wir hier zu viel haben. Und so geht's dann hier los im Spiel. Ich freue mich. Ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, aber ich musste letzte Zeit so viel arbeiten, dass man eigentlich kaum Zeit hatte. Ein Essenslager. Das tue ich mal hier so an eine Steine, damit ich es auch nie wieder finde. So. 5 Kartoffeln. Oh, das muss mir mal einer nachmachen. Also das ist schon mal ein Talent. Jetzt zu der Palme zurück. Ein Paddel. Paddel dir ein. Wo ist meine kaputte Palme? Wo ist sie? Wo ist sie? Da liegt sie. Erstmal die Kokosnüsse. Die können wir ja aufkloppen. Und dann trinken und essen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das Trinken und Essen gleichzeitig ist. Ich werde es alles sehen. Oder ihr sagt es mir in der Beschreibung. Nein, nicht in der Beschreibung, in den Kommentaren. Was ein Blödsinn. Und so eine Folge wird so an die 20 bis 30 Minuten haben, habe ich mir einfach mal so vorgenommen. Da bin ich nicht ganz so penibel. Oh Gott, geh ab. Halten geht auch, dann ist er auch wesentlich schneller. Ah, geht besser als nur klicken. Dann brauche ich nicht immer einzelne Klicks machen. So, Lager, ich komme. Wir haben auf jeden Fall richtig viel Zeugs gesammelt. Ich könnte mir gleich noch mal einen Hammer basteln. Ja, boah, Äste ohne Ende. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Es läuft. So. Blattgrün. Und bauen uns den Hammer. Oh Gott, der versteckt sich da unten. Da ist er. Foundation. Okay. 8 Sticks brauchen wir für eine Foundation. Also für einen Untergrund, für einen Boden. Super. Ich muss jetzt mal gucken, was wir hier noch so Schönes haben. Schöne große Palme. Und werde erstmal direkt, damit das nicht ganz so langweilig ist, zum Start mal hier hinschwimmen. Da sehe ich doch eine Kiste, oder bin ich blind? Hier. Hard Case. Kloss. Das ist natürlich geizig. Da hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Aber da hinten waren auch noch Wracks. Alte Wracks. So. Kein Platz mehr. Oh, das Geräusch müssen sie unbedingt verändern. Das ist ja ganz furchtbar. Da ist ein Hai. Stoff. Ja, wofür können wir den gebrauchen? Ich weiß es noch gar nicht. Ich weiß es noch gar nicht. Es wird alles so cool hier. Vor allem, wie viele Folgen kann man mittlerweile davon machen? Das ist immer so bei Early Access Spielen immer so eine Sache. So, ich schwimme nochmal oder tauche nochmal da hinten hin. Dann muss ich mich langsam zusehen, dass ich einen Campfire kriege und mir ein paar Krabben geröste. Fischis? Das sieht schon ziemlich groß aus. Das Wrack oder sind 2 nebeneinander? Hup. Boah, ist der schnell am Schwimmen. Ist natürlich nicht ertrinken. Das wäre natürlich auch blöd. Ich sehe nichts hier drin. Raus hier. Ich weiß nicht, wie lange wir die Luft anhalten können. Ja, ich habe das Spiel zwar angespielt damals, aber danach eigentlich nie wieder richtig angemacht. Nur mal so zwischendurch. Oder guck mir das viel lieber bei anderen YouTubern an. Jetzt muss ich mich natürlich selber bewähren. Als gestrandeter armer Typ. Ist gar nicht so einfach, muss ich zugeben. Wir müssen tatsächlich noch eine Palme fällen. Und wir brauchen noch ein paar Blätter. Und Äste. Oh, fall nach links um, bitte.
Ja, oder in der Richtung. So wie du magst, liebe Palme. Du bist der Boss. Blätter. Oh, da sind die Kokosnüsse. Das ist ja wahrscheinlich jetzt ein Platz voll. Nee, doch nicht. Schön, dass das so orange markiert wird. Das hilft doch sehr, dass man weiß, wo man auch drauf rumkloppt. Nee, das treffe ich doch gar nicht. So. Er sagt mir Lock, obwohl am Ende kriege ich nur Palmenblätter. Was heißt nur? Die sind total wichtig. So, auf zum Lager. Auf und mal schauen, was wir jetzt schon bauen können. Was sagt meine Essensanzeige? Ich habe schon wieder vergessen, welchen Knopf ich dafür drücken muss. So, Lager. Kokosnüsse. Die können wir jetzt, glaube ich, auch mit dem Hammer öffnen. Quatsch, mit der Axt aufschlagen. Und direkt trinken. Halt. Ja, Coconut. Na, Drinkable. Wir können die jetzt trinken. Aber... Ich habe schon wieder den... Ich habe jetzt tatsächlich schon wieder den Knopf vergessen. Da. Uns geht's noch sehr gut. Wollte ich gar nicht. Ja. Die ist immer noch trinkbar. Cool. Wollen wir mal gucken, was wir bauen können. Jetzt mit dem Hammer in der Hand. Das ist nicht der Hammer. Das ist der Hammer. Foundation immer noch. Ich mache mal jetzt eine Foundation. Dann fangen wir schon mal an zu basteln. Hier sieht es eigentlich ganz angenehm aus. So. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal... Ach, ich wollte eigentlich ein Campfire machen, ne? Wäre viel klüger. Direkt neben der Foundation. Und dann sammeln wir schon mal 2, 3 Krabben ein. Nur weil wir es können. Wir liefen da hinten rum. Einen Schatten haben wir eigentlich auch noch nicht. Wir haben nur so eine fliegende Axt als Schatten. Es tut mir leid, liebe Krabbe. Wow, hier sind aber viele. Und die sind sehr klein. Die sollen noch auswachsen. Erstmal Mama und Papa nehme ich schon mal mit. Ih, das hört sich makaber an. Und im Endeffekt müssen wir später sowieso weiter auf einer weiteren Insel ziehen. Denn es wird ja immer weniger Material hier. Ist natürlich nicht so schön. So. Campfire. Gesehen habe ich, dass das so übers Feuer hält. Machen wir erstmal hier. Wo ist es? Da. Eins. Was brennt hier ab? Das weiß ich. Soweit habe ich es mitgekriegt. Nein! Er hat sie gegessen. Ich habe geklickt, ich Depp. Ich wollte so greifen. Anfängerfehler. Und wir garen uns eine leckere Krabbe. Ich weiß nicht, wann man die fertig sind. Kann ich hier so hinlegen? Ach gut, die gart sich doch von alleine. Perfekt. Hoffentlich verbrennt die jetzt nicht. Hier haben wir einen Stein noch. Oh nein, jetzt habe ich die Krabbe gegessen. Aber es hat uns jetzt ehrlich gesagt gar nichts getan. Wir sind sogar setzt... Unser Durst ist sogar gestillt, unsere Energie ist normal. Das macht ja dann nichts. Ach, Gott sei Dank. So, was kann ich mit der basteln? Oh. Ein Stofflicht jetzt dazwischen. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie schon ein Lager basteln kann. Ich weiß es einfach nicht. Bestimmt. Aber uns fehlen auf jeden Fall Sticks. So, die Krabbe müsste jetzt eigentlich... Ne, solange da... Crap steht nur. Die müsste dann... Cooked Crab heißen oder so, ich weiß es nicht. Da ist er. Die ist essbar jetzt. Und dann wird uns nicht grün und kodderig. Sehr gut. So, los. Ne, den Stick brauche ich nicht aufheben. Der ist ja schon unser. Und es wird nach dem Bett wäre natürlich was Feines. Erstmal wieder ordentlich sammeln. Der Start ist natürlich dementsprechend öde. Oh, was heißt öde? Ich finde es eigentlich ganz geil. Weil das ist eigentlich das Spannendste vom ganzen Spiel. Der Anfang. Wie man sich hier schlägt. Wo man spawnt. Auf welche Insel. Und ihr seht, wir haben hier keinen Wilson. Wir haben keinen Wilson. Ich will einen Wilson haben. Aber der heißt ja auch sowieso anders. Und was ich jetzt fürs Bett brauche... Ich habe keinen Schimmer. Es müsste auf jeden Fall Blätter sein.
Davon haben wir einige und auf jeden Fall Sticks. Ja, ein Campfire können wir machen. Oh, ist das eine Konsole? Das wollte ich natürlich nicht. Gute Axt, komm her. Oh, ich hole mir jetzt alle Äste erstmal her. Oh Gott, die Sonne geht unter. Die Grafik sieht einfach so geil aus. Dass sie alles aus der Unity Engine rausholen, ist eigentlich der Knaller. Kann ich ihn nicht anders aktivieren, die Axt? So. Ein guter, leckerer Fisch schwimmt da rum. Na gut, der ist so klein. Der schmeckt bestimmt lecker. Trunk. Das Kloppen dauert noch ganz schön lange, muss ich sagen. Also das ist sehr, sehr zeitaufwendig. So, wollen wir mal schauen. Wie gesagt, Campfire, das kennen wir jetzt schon. Hammer. Foundation. Nur Foundations? Was fehlt mir denn? Ich weiß. Schnüres. Gute Schnüre fehlen uns. Und da kriegen wir, die kriegen wir aus Yucca. Oh nein, es wird Nacht. Wir hatten nur eine verfluchte Yucca-Pflanze auf der ganzen Insel, habe ich bis jetzt gefunden. Vielleicht wächst die nach. Aber ich denke mal eher nicht. Da kommt der Mond schon. Oh nein, es wird dunkel. Doch, die wächst nach, oder? Das sieht aus, als ob die nachwächst. Aber eine ist natürlich eine Hausnummer. Das ist mal wirklich sehr edel. Da haben wir eher so ein Seilproblem, würde ich mal sagen, im Augenblick. Pantry. Unser Brenn loadet unser Feuer. Oh Gott. Wir machen uns auf die Reise zur nächsten Insel. Direkt da hinten. Dann schwimmen wir wieder zurück, gucken, was wir da so uns ergattern können. Eine nehme ich mit zum Essen. Das Paddel brauchen wir jetzt. Mal schauen, wie weit wir da so kommen. Und wie lange das dauert, ist auch mal eine Erfahrung. Ich halt gedrückt. Und das, die Steuerung ist eigentlich ziemlich simpel. Bin mal gespannt, wie lange das dauert. Und ob das alles so auch klappt. Und wie weit man unser Feuer sieht zum Beispiel. Was wahrscheinlich jetzt ausgeht, während ich dahin schwimme. Und wir haben ein kleines Haifischproblem. Ja, das sieht man jetzt schon nicht mehr. Oh, muss man merken, welche Insel wir waren. Dann schwimme ich wahrscheinlich nicht mal richtig mehr zurück. Es schwimmt da. Oh, es geht aber echt nicht langsam. Also es geht ganz schön fix. Da ist eine komische weiße Linie auf dem Wasser. Was ist das hier? Ich will gar nicht, ich will es gar nicht wissen. Und es nächtelt. Ja, der erste Tag, der kommt. Wir können uns dann später ausruhen, wenn wir uns ein Bett gebaut haben, aber uns fehlen Yucca-Pflanzen. Das ist natürlich doof. Und ich weiß nicht, ob wir aus anderen noch Seile herstellen könnten. Ich glaube nicht. Und das ist gar nicht so nah, die Insel. Oh Gott. Die ist ganz schön ein Stück entfernt. Oh nee, doch nicht. Da ist er auf einmal. Hä? Was ist das denn? Und wie sieht die jetzt aus? Oh, welche war's? Jetzt bin ich ein bisschen... Das müsste die sein, die am nächsten ist. Ich weiß nicht, wie viele Inseln es hier gibt. Wenn das einer weiß, dann ab in die Kommentare, damit ich bin ganz neugierig. Und da hinten kommt schon die nächste. Aber wir werden erstmal diese hier plündern. Mal schauen, vielleicht finden wir hier einen Wilson. Aber wir können auf jeden Fall von Insel zu Insel schwimmen. Mit unserem schönen Raft hier, unserem Rettungsbötchen. Bewaffnen wir uns mit einem Messer. Man weiß ja nie. Das ist eine Yucca-Pflanze. Schön. Eine. Das ist da unten. Oh, FedEx. Nee, Dead Eggs. Scheiße, mysteriöses Paket. Da muss ich was wegwerfen. Nee, oder ich esse die Krabbe. Die sich immer noch anhört wie ein Apfel. Was kann ich denn damit anstellen? Oh,
Da steht was? A Mysterious Package. Das will ich haben. Und jetzt haben wir verdammt nochmal alles voll. Eine Flasche Wasser. Stöcker und so werde ich nicht benötigen. Hier. Darum ging es mir eigentlich nur um Seile. Und so Zufallsfunde wie zum Beispiel dieses Paket. Das finde ich ja mal geil. Aber ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Paket machen darf. Pantry. Da ist unser Raft. Krabben gibt es auf jeden Fall. Wie sind wir mehr hier? Und noch ein Seilchen. Das wäre ganz angebracht. Nein. Boah, ist das geizig. Das Spiel will ja eigentlich schon, dass wir sofort am Anfang auf andere Inseln fahren. Macht man ja, hat man fast den Eindruck. Habe ich sie auch keinen Wilson. Aber wir werden einen Wilson finden. So. Ich mache mir jetzt auf den Rückweg. Ich sag danke fürs Zusehen. Ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Stranded Deep. Es wird spannend, ich sag's euch.